Grüß euch, DU1 HFS Portable wieder da und es geht weiter in der SOTA Basic Serie. Und zwar geht es heute darum, wie kann ich am einfachsten SOTA machen. Also technisch gesehen, was brauche ich als mindeste Ausstattung oder das mindeste an Hardware, um SOTA zu machen? Das ist ganz einfach. Ein Handfunkgerät mit 2,70 m. Am besten 2 Meter. Da ist am meisten los. Also zumindest bei uns in der Gegend. Also es ist ja auch schnell mitgenommen. Also ich glaube auch in anderen Regionen ist viel auf 2 Meter los. Entweder man gibt mit Power mit dem Leichsen unterwegs oder ganz einfach dann schon mit einem Bauaufhängen, UV5R Plus jetzt in dem Fall, eines meiner ersten Geräte. Oder jedem anderen x-beliebigen Amateurfunk-Handfunkgerät, das auf 2,70 Meter funktioniert. Genau, das ist die minimalste Ausstattung, die ich für SOTA brauche, als Jäger und natürlich als Aktivierer am Berg um. Und ich komme mit den Dingen 5 Watt mit den Handfunkgeräten echt weit. Also ist ja klar, ich bin ja am Berg um und habe ja kein QM. Und da komme ich wirklich weiter. Also da ist wirklich von uns hier unten bis München überhaupt kein Thema mit so einem Handfunkgerät. Und wirklich jetzt ohne irgendwelche Zusatzantennen oder sonst irgendwas, sondern wirklich ein Handfunkgerät mit einer anständigen Antenne. Jetzt mit der kurzen vielleicht nicht, sondern mit der langen. Moment. Jetzt zeige ich aus der Hand brennen. Wie wir es ja kennen, das ist ja zum Beispiel mit der langen, die würde ich mindestens mitnehmen. Also das habe ich eh immer so am Rucksack mit so einer Antenne. Also in dem Fall aktuell mit dem Leichsen. Das ist die minimalste Ausstattung. Mehr brauche ich nicht, um mit SOTA anzufangen. Also es geht echt günstig los, sage ich mal. Natürlich kann man das dann alles noch weiter treiben auf Kurzwelle, Antennen, aber das ist alles Thema in einem anderen Video. Das ist jetzt einfach mal so, was brauche ich als kleinstmögliche Ausstattung. Ah, als SWL reicht das aus, wenn ich da mit her drüber, wenn ich was her. Also das reicht für ein SWL genau, also um am SOTA-Diplom-Programm teilzunehmen. Genau, das war es jetzt einmal so zur Minimalausstattung. Und jetzt kommen noch ein paar andere SOTA-Infos. Was habe ich nur für Infos für euch jetzt so für SOTA, zum SOTA-Diplomprogramm? Man sieht es hinter mir, liegt Schnee. Und das bringt mich auf einen Punkt, den habe ich beim ersten Video mit den Regeln vergessen. Und zwar rentiert es im Winter, wenn Schnee liegt, die ganzen Ein-Punkte-Berge abzuklappern. Warum? Weil es vom 1.12. bis 31.03. oder 30.03. Für jeden aktivierten Berg, also für die Jäger, für jeden aktivierten Berg 3 Bonuspunkte gibt. Das heißt, es wird dann ein 1-Punkte-Berg, wird dann ein 4-Punkte-Berg, ein 2-Punkte-Berg, ein 5-Punkte-Berg. Genau, innerhalb dieses Zeitraums gibt es eben diese 3 zusätzlichen Bonuspunkte für die Aktivierer. Dass es hier bei St. Vidrasa, es ist jetzt natürlich noch nicht grandios viel Schnee, also es hat jetzt einen Tag ein bisschen geschnitten, heute ist mehr Regen als Schnee. Aber nichtsdestotrotz, also ab 1.12. also geht es immer los mit den Bonuspunkten, mit den Winterbonuspunkten bis zum 31.03. Und da macht es richtig Sinn, einmal die ganzen Ein-Punkte-Berge zum Abklappern, um als Aktivierer natürlich punktetechnisch voranzukommen. Und es ist natürlich auch ein Anreiz, die ganzen kleinen Berge zu machen. Und es ist nicht so gefährlich, wenn ich dann gerade die Ein-Punkte-Berge mache im Winter, vor allem wenn es Schnee bleibt. Genau, und dann gehen wir auch schon zum nächsten Thema über. Und zwar, wie funktioniert jetzt eigentlich so ein SOTA-QSO? Oder wie mache ich CQ-Ruf? Genau, der CQ-Ruf im Prinzip funktioniert ganz einfach. Ich werde es euch dann auch mal per Video einblenden. Habe ich also ein paar Videos gemacht auf die Berg. CQ SOTA, CQ SOTA, CQ Summits on the Air, Delta Oscar 1, Hotel Foxtrot Sierra Portable, ruft CQ Summits on the Air. CQ SOTA, CQ SOTA, CQ Summits on the Air, Delta Oscar 1, Hotel Foxtrot Sierra Portable, call CQ Summits on the Air. So wie es im kleinen Rechenberg-Video auch gezeigt habe, wo ich mit dem DO2 DAP wieder unterwegs war, so mache ich meinen CQ-Ruf. Aber so wie jetzt einmal so ganz im Groben, wenn ich mit dem Handfunkgerät schreie, mache ich halt CQ SOTA, CQ Summits on the Air, DO1 HFS Portable ruft CQ Summits on the Air. Vermutlich habe ich euch eh jetzt ein Video eingeblendet, weil, wenn ich euch das so verzeihe, ist das ein bisschen blöd.
Genau. Und was macht dann der Jäger? Der Jäger antwortet dann mit seinem Rufzeichen. Also wenn ich jetzt eine Soto-Aktivierung her, dann schreie DO1 HFS. Wart kurz, ob er mich gehört hat und ob er mich bestätigt aktiviert. Wenn er mich bestätigt, dann tausche ich natürlich, wenn es möglich ist, gleich den Rapport aus. Also das ist so das QSO. Klassisch, wie auch bei Contests, den Rapport austauschen. Der Aktivierer gibt mir dann seine SOTA-Referenz, damit ich natürlich als Jäger meine Punkte eintragen kann. Schreibe mir die Zeit auf, wann das genau war, weil das muss ich ja dann auch eintragen, haben wir im letzten Video gesehen, wo es darum geht, auf was für Seiten ich mich registrieren muss. Und dann verabschiede ich mich eigentlich schon wieder. Ich kann natürlich einen Plausch machen, ich werde euch da mal ein Beispiel einstellen von einem etwas längeren QSO. Also das gibt es natürlich auch. Was wir schon geführt haben, vielleicht mache ich auch am Ende des Jahres ein Best-of. Best-of QSOs. Mal schauen. Aber genau so funktioniert der QSO. Also ich mache einen Zikuruf, der Jäger antwortet mit seinem Rufzeichen. Austausch des Reports von beiden Seiten. Der Aktivierer teilt seine SOTA-Referenz mit. Vielleicht noch einen Locator, wenn er weiß. Natürlich tauscht man einen Namen aus. Und dann war es das eigentlich schon wieder. Man verabschiedet sich natürlich ganz klassisch mit 73. Und dann war es das schon wieder mit dem SOTA-QSO. Und alle haben zufrieden. Der Aktivierer hat sein QSO, vielleicht hat er dann schon sein viertes. Und der Jäger kriegt auch schon seine Punkte. Genau, für die Aktivierer brauche ich natürlich ein Logbuch. Das haben die zum Schreiben, weil sie müssen ja Uhrzeit, Rufzeichen und das alles notieren. Ich zeige euch das jetzt einmal beispielhaft von dem vom kleinen Rechenberg, was ich da so geschrieben habe. So schaut das aus. Ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen erkennen. Ich habe nämlich da natürlich ein Licht mit dabei. Das ist eine Vorlage von SOTA Deutschland. Diese Logblätter habe ich euch einen Link in die Beschreibung rein. Da ist jetzt auch für die UTC-Zeit, das Call, der Name des Gegenübers, auf was für eine Frequenz habe ich gefunkt, weil ich wechsle ab und zu dann auch auf die Kurzwelle, wenn ich 2 Meter fertig bin, oder ich mache erst Kurzwelle und dann mache ich UKW. Dann natürlich den Betriebsort, mit der ich gefunkt habe, dann die Reports und dann vielleicht das QTH und irgendeine andere Bemerkung. So ist es aufgebaut, das Ganze. Und oben im Kopf steht natürlich, auf was für ein Gipfel bin ich, was für Callsign habe ich, wann habe ich aktiviert, was hat der für einen Locator, was hat der für Höhe. Das schreibe ich mir daheim schon alles drauf auf meinen Zettel, damit ich das halt die Leute geben kann, wenn es es interessiert. Genau, dein Logblatt. Nehmen wir mir mit, der DO2, DAP und ich. Haben sicher einen Haufen andere OMs in der Reisen. Dieses Logblatt, wie gesagt, Link zu der Datei, habe ich euch in die Beschreibung, damit ihr euch das runterladen könnt und ausdrucken. Also ich drucke mir das immer wieder aus und archiviere mir die auch alle weg von meinen Aktivierungen. Ja, das ist immer ganz witzig, einmal zum Nachschlagen. Genau, das war jetzt auch schon das Ganze zu den Logs. Dann war es eigentlich schon wieder soweit mit dem Video. Habe mich gefreut, dass ihr wieder reingeschaut habt. Also heute ist ja darum gegangen, Mindestausstattung, wie funktioniert der QSO und das Logblatt für den Aktivierer. Da war der DO1 HFS portabel. 73, macht es gut. Wir sehen uns in den nächsten SOTA Basics Video und allgemein in meinen Videos. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke drücken bitte, damit ihr das nicht versammt, wenn es wieder was Neues gibt. Und macht es gut. Da war DO1 HFS portabel.